Stellung zwischen Mann und Frau. Wie seid ihr da? Wie seht ihr das? Findet ihr, das sollte auf einem Niveau sein? Findet ihr, dass die Frau mehr wert ist, Mann mehr wert ist? Wie sollte die Arbeitsteilung aussehen? Seid ihr eher konservativ? Seid ihr modern? Seid ihr Feministinnen? Seid ihr Feministin? Wie sieht's aus? Ich muss zugeben, ich habe ein sehr konservatives Bild. Das ist mein Bild von dieser Welt. Von der Position von Mann und Frau. Ich gehe mal auf eine Beziehung ein. Ich finde, wenn in einer Beziehung nach außen hin der Mann sagt A, dann ist es A. Aber nicht, weil die Frau keine Ahnung hat oder kein Mitspracherecht hat. Ich finde, diese Entscheidung muss der Mann vorher mit der Frau zusammen treffen und absprechen. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, die erste Person, die ich anrufe, ist die Partnerin an meiner Seite. Ich sage, hör mal zu, das und das. Wie machen wir das am besten? Was sagst du dazu? Und die Meinung meiner Partnerin ist mir das Wichtigste. Und dass es meiner Partnerin gut geht, ist für mich das Wichtigste. Das heißt, wenn ich schlechter dastehe, aber sie besser dasteht, mache ich's. Ich würde niemals mich über meine Partnerin stellen. Schaut mal. Viele sagen, die Frau gehört in die Küche. Das stimmt nicht. Die Frau soll selber entscheiden. Der Mann kann auch in die Küche gehen. Aber bei mir in meinem Leben, das ist eine Charakterfrage. Ich bin ein Mann, der gerne möchte, dass seine Partnerin eine Familie dahingehend versorgen kann, dass sie kochen kann. Weil ich kann es nicht, also brauche ich jemanden, der es kann. Wenn ich es könnte und ich ein guter Koch wäre, bräuchte meine Partnerin nicht mehr so gut kochen zu können. Ich kann aber Geld nach Hause bringen. Deswegen braucht meine Partnerin das nicht zu machen. Wenn ich das nicht könnte, müsste sie das können. Dann bleib ich zu Hause und sie verdient die Brötchen. Feminismus ist gut, aber nur dahingehend, um Missstände aufzuzeigen und zu beheben und nicht Missstände zu schaffen, die es gar nicht gibt. Denn ein echter Mann, so in meiner Vorstellung, was ein echter Mann ist, und in meiner Kultur, der mir das weiß gemacht hat, muss immer stets im Sinne seiner Familie handeln. Und seine Familie, das ist seine Frau und seine Kinder. Und mein Ziel ist es, die Frau an meiner Seite glücklich zu machen. Ich behandle meine Partnerin wie eine Königin. Und ich erwarte im Gegenzug, dass diese Königin, auf die ich diese Position ich sie hebe, mich auch wie einen König behandelt. Nicht, dass sie sich mir unterordnet, aber dass sie nach außen hin repräsentiert, mein Mann ist der Beste, für den tue ich alles, für den mache ich alles und das ist der, dem ich am meisten vertraue und ich überlasse ihm alles. Und der Mann muss sich sagen, meine Frau, das ist die Beste, die stabilste Frau, sie kann alle Entscheidungen mit mir zusammen treffen, weil auf ihre Meinung vertraue ich 100%. So muss das Hand in Hand gehen. Es darf nicht sein, dass der Mann nach Hause kommt, die Frau ist in der Küche, er rastet aus, mach mir Essen, dies, das. Guck mal, du musst deine Frau behandeln wie den wichtigsten Menschen dieser Erde, weil diese Person ist für dich der wichtigste Mensch dieser Erde. Wie einen Präsidenten der USA musst du diese Person behandeln. Wenn es regnet, musst du deiner Frau einen Regenschirm über den Kopf halten. Wenn du mit Tüten nach Hause kommst, musst du deiner Frau die Tüten nach Hause tragen, nach oben. Wenn deine Frau kaputt ist, Kopfschmerzen hat und wenn es ihr schlecht geht, musst du deine Frau massieren. Und wenn es dir schlecht geht, muss deine Frau das lesen und es für dich tun. Weil du musst in deinem Kopf haben, dieser Mensch ist mein VIP. Es geht nichts über diesen Menschen. Dieser Mensch ist mein VIP. Und ich bin sein VIP oder ihr VIP. So muss das sein. Und nicht Handgreiflichkeiten. Ich finde, dass häusliche Gewalt das Schrecklichste ist, was es gibt. Häusliche Gewalt ist das Schrecklichste, was es gibt. Ich habe meine Familie immer beschützt. Und so werde ich, inshallah, mit Gottes Hilfe, auch meine Frau und meine Kinder immer beschützen. Und so muss eine Frau auch über ihren Mann denken. Der Mann muss für sie das Wichtigste sein. Und deswegen checke ich diese ganzen Frauen nicht. Frauen gehören in die Küche, ist ja so schlecht und Frauen sollen auf die Kindererziehung achten und so. Oh mein Gott, ihr seht unseren Wert nicht. Gleichzeitig finde ich es aber auch bescheuert von den Männern, die sich ein Saufen zu Hause die Frau anschreien oder verprügeln, die einen feuchten Furz auf die Frau geben, die alle Entscheidungen alleine treffen, die denken, dass ihre Frau geistig nicht auf dem gleichen Level ist. Für mich, eine Beziehung muss so sein. Beide sind auf dem gleichen Level. Keiner ist mehr wert als der andere. So, und guck mal, Frage an euch. An alle Männer jetzt hier. Würdet ihr lieber 8-9 Stunden auf dem Bau arbeiten oder würdet ihr lieber 8-9 Stunden lang auf ein neugeborenes und ein 2-3-jähriges Kind aufpassen, Wäsche waschen, spülen, Essen machen, abwischen, Staubsaugen, Fenster putzen, Treppen auswischen und in Wäsche falten, zusammenlegen, aufhängen, abhängen, diesen ganzen Haushaltkram. Das machen oder würdest du lieber 8-9 Stunden mit deinen Kollegen auf dem Bau arbeiten? Ihr lacht. Ihr macht diese Schippe, ihr seid kaputt am Ende des Tages, aber ihr seid auf dem Bau gewesen. So, jetzt mache ich eine Abstimmung. Überleg mal, das Kind weint. Den ganzen Tag es weint. Du weißt nicht, warum es weint. Das Kind hat sich in die Hose geschissen. Du wechselst Windeln, in dem Moment der andere malt an die Wand. Du machst gerade das an der Wand weg,
Wasser, den Nudeln, was du gerade am Kochen bist, schwappt über. Du machst dir das Essen fertig, in dem Moment gehst du ins Wohnzimmer, du merkst, die haben wieder alles auseinandergenommen. Du legst die schlafen nicht ein, du liegst 2 Stunden neben deinem Kind so und wartest, dass der einschläft. Du denkst dir so, du kleiner Penner, schlaf doch endlich ein, ja? Er schläft nicht ein, er schläft nicht ein, du gehst raus, er fängt an zu weinen, du denkst dir so, ich will mich töten. Dann, du kommst wieder ins Wohnzimmer, du musst Staub saugen, du musst Fenster putzen, du musst wischen, dies, das. Guck mal, 82% haben gesagt, lieber Baustelle. Hausfrau zu sein, ist so ein schwerer Job. Zu Hause Kinder erziehen, aufziehen. Haushalt ist so schwer. 2 Jobs auf einmal. Das ist wie 2 Baustellenjobs. Ich würde lieber von der Brücke springen, als das zu machen. So, jetzt überlegt euch mal. Männer gehen auf diese Baustelle 8-9 Stunden, kommen nach Hause. Meine Füße tun weh. Mein Rücken tut weh. Ah, Billy Mario. Oh, das. Oh, es war so warm und so dies, das. Schatz, massier mir mal meine Füße. Massier mir mal meinen Rücken. Und die Frau macht das. Die Frau massiert noch seinen Rücken. Die Frau hat selber noch 5 Stunden Arbeit vor sich, aber sie macht das. Essen bringt sie ihm vor seine Nase. Er will abräumen. Sie sagt, nein, Schatz, setz dich hin. Du hast den ganzen Tag gearbeitet. Ich räume für dich ab. Sie nimmt das. Sie geht abwaschen. Sie macht den Abwasch. Und dann erdreistet sich dieser Mann noch, zu behaupten, sie ist ja nur Hausfrau, sie macht ja gar nichts. Und jetzt überlegt euch mal, das war so ein kleiner Teil von den Männern, so ein kleiner Teil. Der Normalfall ist, der Mann weiß, was für ein krasser Job das ist, er geht freiwillig raus. Der Chef sagt zu dir so, ey, Mehmet, du kannst Urlaub haben 2 Wochen. Er sagt so, bitte Chef, tu das zur Seite, ich komme arbeiten. Bitte, bitte lass mich arbeiten, gib mir keinen Urlaub, bitte Chef. Der 0815 Mann, der will arbeiten gehen. Der will nicht zu Hause sein, weil er wird wach, die Kinder springen auf seinem Gesicht rum. Er will im Wohnzimmer einen Tee trinken, die lassen ihn nicht. Aber jetzt kommt der Punkt. Wisst ihr, wer die Frauen am meisten diskriminiert hat? Feministen. Feministen haben es so hingestellt, als ob Hausfrau sein gar kein Job ist. Die sagen so, Männer lassen Frauen nicht arbeiten. Männer unterdrücken Frauen. Die müssen zu Hause bleiben. Die bleiben den ganzen Tag zu Hause und chillen. Ich kenne keine Hausfrau, die zu Hause chillt, ja. Feministen haben literally den Hausfrauenjob zum Hund gemacht. Als ob das gar kein Job ist, wenn heutzutage jemandem sagst, ich bin Hausfrau, die denken sich, ah, faule Hund, bleib den ganzen Tag zu Hause. Hausfrau, pff, ist zu voll zum Arbeiten. Was laberst du lang? Hausfrau ist doppelt so schlimm wie normale Arbeit. Früher war das so, was bist du? Du bist Hausfrau, man hat so gesagt, es tut mir sehr leid, so, Gott soll dir helfen. Heutzutage ist so, man denkt so, Sozialschmarotzer. Hausfrauen werden hingestellt wie Sozialschmarotzer. Aber das ist doch komplett weird und falsch. Wir haben doch alle von unseren Eltern die Erziehung genossen. Wie können wir denken, dass Hausfrauen Sozialschmarotzer sind, wenn wir selber von einer Mutter aufgezogen worden sind? Ja, ne, das ist das Bescheuerte dabei. Deswegen, wenn die Frau an meiner Seite sagt, sie möchte arbeiten gehen, bitteschön, mach, dann müssen wir die Arbeit teilen. Dann müssen wir die Hausarbeit zusammen machen. Wir werden beide hops gehen. Aber ich bin dabei, weil es ist ihre Entscheidung. Aber wenn meine Partnerin zu mir sagt, ich bin Hausfrau, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder, ich kümmere mich um den Haushalt. Und sie macht es, Respekt plus 2000%. Dann ist das nicht nur meine Königin, Präsidentin, dann ist es so, weißt du, ich meine, dann ist diese Frau der Motor, der diese Familie antreibt. Ohne sie geht das gar nicht. Dann bin ich dieser Person so viel Dank verpflichtet, wenn ich abends nach Hause komme, bin nicht ich, der dann rumheulen muss, ich hatte so einen stressigen Tag. Ich muss sagen, so Schatz, wie war dein Tag? Kann ich dir was für dich tun? Können wir die Kinder vielleicht nächste Woche zu deiner Schwester geben? Dann machen wir uns einen schönen Tag. Du wolltest doch immer nach Paris. Komm, ich nehme dich mit nach Paris. Du hast dir eine Auszeit verdient, Schatz. So, man muss dankbar sein. Aber auf beiden Seiten. Damit will ich nicht sagen, der Mann ist ein Hund. Die Frau muss dem Mann auch dankbar sein. Weil der Mann hält seinen Kopf hin für alles. Der Mann geht körperlich kaputt. Und der Mann wird früher sterben als die Frau. Weil sein Rücken geht kaputt. Seine Muskeln gehen kaputt. Das ist ja so. Der Mann lebt im Schnitt 5 bis 10 Jahre weniger als die Frau. Und wenn man auf einem Boot ist, das sinkt, sind die Frauen und die Kinder die Ersten, die gerettet werden. Egal, wo du hingehst, die Frauen und Kinder werden bevorzugt. Deswegen sind auch die meisten Baustellenarbeiter Männer. Deswegen sind auch die meisten Leute, die verunglücken auf der Arbeit, die auf der Arbeit sterben, Männer. 90% Männer, 10% Frauen. Weil die Jobs, wo du hops gehst auf der Arbeit, sind Männerjobs. Das ist der Preis, den wir dann bezahlen. Und das muss die Frau auch sehen. Die Frau muss sehen, mein Mann macht sich kaputt und der zahlt literally mit seinem Leben dafür, um uns Brot nach Hause zu bringen. Ich muss meinem Mann dankbar sein. Und ich muss auf die Entscheidung, die mein Mann trifft, hören. Weil ich weiß, dieser Mann wird das Beste für diese Familie machen. Aber das beruht auf Vertrauen und Dankbarkeit. Vertrauen und Dankbarkeit und Respekt. Das Wichtigste ist sogar der Respekt. Du musst dich gegenseitig respektieren. Danach kommt Vertrauen. Man muss sich vertrauen gegenseitig und dann Dankbarkeit. Man muss jeden Tag sagen, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du mir diesen Menschen geschenkt hast.
Und nicht so, boah, der hat heute gar nichts gemacht. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Jeder. Jeder hat mal eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat. Kann sein. Wenn der Mann gerade 100% Kraft gibt und die Frau es nicht kann, dann kann es sein, dass in einem Jahr die Frau 100% Kraft gibt und der Mann kann es nicht. Kann sein. Man muss immer so Hand in Hand gehen. Das ist das Wichtigste. So viel zum Thema Feminismus. Oha, wie viele Themen haben wir heutzutage aufgemacht, ja? Stimmt ihr mir zu? An dieser Stelle 95% sagen, dass mein Mindset dope ist. Ich küsse eure Herzen. Wir müssen einfach alle zusammen Gas geben, damit wir eine Gesellschaft schaffen, nach unseren Vorstellungen, nach unserer Kultur, die ein gemeinsames Miteinander ermöglichen, in der schönsten Form. Und guckt mal, ich wurde so erzogen und meine Kultur ist so. Und ich bin Moslem. Und ich bin in einer sehr türkischen Kultur groß geworden. Meine Familie ist typisch türkisch. Und das ist mein Mindset. Und jetzt überlegt euch mal, wenn ihr hört Türke, dann denkt ihr automatisch so frauenfeindlich. Wisst ihr was? Es ist nicht Disrespect, die Frau zu Hause zu lassen. Wir sagen, die Frau ist so stark, dass sie das besser kann als der Mann. Und die Frau machen das. Wenn ihr das nicht wollt, macht es nicht. Aber ich habe von meiner, seit ich klein war, gelernt, dass das Wichtigste, was ich habe und verteidigen muss, meine Schwester und meine Mutter ist. Hat mein Vater mir immer gesagt, du musst auf deine Mutter und auf deine Schwestern aufpassen, obwohl ich der Jüngste war. Weil das ist der Motor der Familie. Er hat zu mir immer gesagt, ohne deine Mutter, diese Familie läuft nicht. Und das überlegt euch das mal, was für Worte das sind. Du sagst einem Kind, die Frau ist der Motor der Familie. Achte sie, ehre sie. Mach sie immer glücklich. Guck mal, jemand hat mir gesagt aus meinem familiären Umkreis, ein sehr schönen Satz, der ist nicht aus meinem Kopf rausgegangen. Eine Frau, besonders egal ob Verlobte, Ehefrau, sonst was. Eine Frau ist wie eine Blume. Du musst sie ab und zu gießen und dann geht sie auf wie die schönste Blume und widersteht Wind und Wetter und allen Witterungsbedingungen. Ab und zu gießen, genauso ist beim Mann auch. Ab und zu musst du dem Mann Wertschätzung zeigen. Zeigen, du bist mein starker Mann an meiner Seite und ich vertraue dir. Man muss am Ende des Tages einfach nur mit Kopf an die Sache rangehen. Mit Kopf und mit Herz. Und deswegen Grüße gehen raus an alle Deutsche, an alle Kosovaren, Albaner, Türken, Polen, Russen, Holländer, Belgier, Spanier, Franzosen, Iraner, Iraker, Afghaner, Marokkaner, egal, alle Völker, Norweger, Däne, tu alles zusammen. Schätzt eure Frauen. Respektiert und liebt eure Frauen. Zeigt ihnen die Liebe und den Respekt, der notwendig ist. Und an alle Frauen, schätzt eure Männer, ja? Gib ihm das Gefühl, ja, du bist der Mann zu Hause. Ja, ich höre auf das, was du sagst. Ja, ich werde mit dir bis ans Ende der Welt gehen und wir erobern alles, was du willst. Dann, ihr werdet die glücklichsten Menschen sein. Die glücklichsten. Mit Abstand. Letzter Satz dazu. Shano Rado Dilara schreibt, was ist denn, wenn die Frau auch arbeiten will und dann soll die Hausarbeit machen, weil die Männer es nicht können? Dann muss der Mann entweder eine andere Frau suchen oder die Frau muss sich einen anderen Mann suchen, weil es offensichtlich nicht passt. Es passt offensichtlich nicht. Der Mann kann es nicht selber machen, die Frau will es nicht machen, es passt nicht. Dann soll der Mann sich jemanden suchen, der es kann und will. Ganz einfach. Du kannst nicht jemanden nehmen, oh, sieht toll aus, Charakter ist auch nice. Passt gar nicht in mein Leben rein, aber weil ich mich von dem blenden lasse, dann muss ich den in mein Leben nehmen. Und dann geht die Beziehung den Bach runter. Nein, ich denke zwar mit dem Herzen, aber an erster Stelle mit dem Kopf. Wenn ich einen Menschen kennenlernen würde, würde ich als erst mit dem Kopf denken. Und bei dem ersten Treffen würde ich schon sagen, ich suche das. Bringst du mit, tamam. Dann können wir weiterreden. Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast, sieht toll aus, nicer Charakter, ist treu, lieb, aber kann nichts. Und kann nichts, was du brauchst. Es wird immer wieder zu Kampf, zu Streitereien führen. Da nützt die Schönheit dann auch nichts mehr. Das war das Letzte, was ich sagen wollte zu dem Thema. Ich fand, das war ein sehr nicer Talk. Und ja, allgemein, der Stream heute macht mir unwahrscheinlich viel Spaß.